Yu-Gi-Oh! Ist ein richtig teures Hobby. Das wissen wir alle, denn wir alle mussten schon mal richtig bluten, wenn wir die neuen Karten haben wollten oder wenn wir ein neues Deck bauen. Wir mussten Karten besorgen, die wirklich extrem teuer waren. Ich habe mir gedacht, es wäre doch mal ganz cool, wenn wir einmal im Monat uns zusammensetzen und uns einmal so den Großteil aller Karten in dem gegebenen Format angucken. Was kosten die? Warum sind die vielleicht ein bisschen teurer geworden als vorher? Nicht, um zu spekulieren, sondern einfach um mal zu wissen, wie viel kosten die Decks, wie viele kosten Tech-Choices. Wir werden das einmal so machen, wir gehen auf Kartenmarkt, gucken uns einmal alle Karten an. Die Karten sind immer von Händlern aus Deutschland, dass ihr die Preise habt von deutschen Händlern. Deutsch oder englische Karten, Excellent Plus. Also alles, was besser als Excellent ist, taucht hier auf. Ich werde mir jetzt nicht speziell Places angucken, ich gucke mir einmal die günstigsten Preise an, so die ersten Listungen, damit ihr einmal seht, wie teuer sind so Karten, wenn ihr die haben wollt. Schnappt euch was zu knabbern. Oder hört das Podcast, mir vollkommen bums, das wird eine Weile dauern, bis wir das durch haben. Die erste Karte, die wir aber haben, ist gigantischer Champion Sargas. Das ist eins der neuen Spriggans Monster, was ihr einfach auf ein anderes Spriggans Monster oben drauflegen könnt. Sehr cooler Effekt, ihr könnt damit relativ easy Zeus machen und das ist auch der Grund, warum die Karte aktuell 12 Euro kostet. Ist eine Secret Rare aus dem Hauptset, aus dem letzten Hauptset, Photon Hyper Nova. Ist also klar, dass die Karte so ein paar Euros kostet. Dann haben wir Mech Ritter Crusadia Evermax aus dem neuen Set Maze of Memories. Super Rare Reprint. Wie man hier am Preisgrafen sieht, der ist ganz schön gefallen. Der kostet aktuell seine 1,30 Euro, 1,40 Euro, wenn ihr es da haben wollt. Alles natürlich First Edition, logischerweise. Ist eine Karte, die waren bei 10 Euro, deswegen ist der Reprint auf jeden Fall ziemlich nice. Und wir sehen hier, der hat auch dafür gesorgt, dass die Karte deutlich accessible ist, weil die ist jetzt nicht so super rare aus dem letzten Set. Ist das also deutlich günstiger. Da haben wir einmal Spriggans Merrymaker oder wie wir ihn nennen, Spriggans Feiernder. Der deutsche Name ist einfach so cringig. Das ist das Pendant zu dem Sargas, den braucht ihr nämlich, damit ihr den Sargas oben drauflegen könnt. Die Karte, wir gucken uns mal den Preisgrafen einmal an. Die war so bei 30, 40 Cent. Jetzt bekommt ihr die für 2 Euro. Danke, Pack, für deine Videos zu Traplix. Cooles Format. Solche Karten werden dadurch leider ein bisschen teurer, denn die Karte aus dem Set Lightning Overdrive, das ist schon eine Weile her und die hat keinen Reprint bekommen, deswegen ist die auf jeden Fall auch so ein bisschen hochgegangen. Ja, kostet auf jeden Fall jetzt 2 Euro. Das heißt, wenn ihr das Package spielen möchtet mit Merrymaker und Sargas, kostet das ganze Package zusammen 14 Euro. Das ist schon dafür, dass ihr einfach nur Zeus machen wollt, ganz schön viel Geld, wenn ihr mich fragt. Evenly Matched aus dem Structure Deck. Ihr seht hier einmal schön das Tief, das ist da, wo das Structure Deck quasi rausgekommen ist. Da kostet die Karte nämlich gar nichts. Wir sehen aber hier schon wieder der Preis. Er ist langsam so ein bisschen am Hochgehen. So einen kleinen Peak. Kostet aktuell so ihre 4 Euro. Ist natürlich als Super Rare immer noch ziemlich günstig. Aber aktuell wird die halt sehr viel gespielt. Und zwar sehr viel. Das ist halt schon krank. Deshalb ist der Preistag mit 4 Euro auch, glaube ich, verdient. Und das ist zum Beispiel so eine Karte, die könnte vielleicht in einem Jahr auch vielleicht mal mehr als das Structure Deck kosten. Mal gucken, was da so passiert. Ash Blossom Joyous Spring. Selbes Structure Deck, andere Rarität. Eine der beliebtesten Karten aller Zeiten. Und wie wir sehen, kostet die aktuell ihre 2,20 Euro. Ist also wirklich nicht mehr so teuer, aber ist natürlich im aktuellen Format unglaublich mächtig. Die zu haben, kann halt gegen Despia ein Win oder ein Lose bedeuten. Deswegen holt sie euch, zahlt eure 2,20 Euro pro Kopie und holt euch ein Playset Ash. Gute Karte. Solemn Judgment hat einen Reprint bekommen in Maze of Memories. Wie wir am Preisgrafen sehen, bisschen runter, ein bisschen hoch, runter, hoch, runter. Kostet aktuell ihre 3 Euro. Für eine Super Rare aus dem Nebenset ist das trotzdem noch eine Menge Holz. Die wird wahrscheinlich über die nächsten Wochen sich ein bisschen nach unten tendieren, weil das wird ja auch ein bisschen geöffnetes Produkt. Super viel wahrscheinlich nicht, weil das jetzt nicht so ein krasses Set ist. Aber die Karte auf jeden Fall nur noch 9 Euro im Playset, was jetzt nicht so teuer ist für eine ziemlich gute Karte wie Judgment. Nibiru the Primal Being kostet aktuell ihre 6 Euro, wenn ihr die als Playset holen wollt. Was dafür, dass die letztens, ich glaube, 2, 3 Euro gingen, schon krass ist, wenn wir uns den Graphen hier wieder angucken, der geht so ein bisschen nach oben. Der Nibiru aktuell wieder sehr, sehr viel gespielt, weil es natürlich gegen Kashtira ganz solide ist. Gegen Despia macht es auch so ein bisschen Stuff. Also ist inhärent halt keine schlechte Karte. Deshalb versteht man auch, dass sie ein bisschen teurer geworden ist. Ich finde aber 6 Euro dafür, dass sie mittlerweile schon so viele Reprints hat,
wild. Das ist by the way der günstigste Print, denn die Gold Rare kostet ungefähr das gleiche und die ist halt deutlich schöner als die Gold Rare. Und wer will schon eine Gold Rare spielen, wenn man eine nicht Gold Rare spielen kann? Book of Eclipse, das ist einmal der Reprint aus Tactical Masters, das ist also einmal die Rare. Und die Rare kostet aktuell, wie ihr seht, 5 Cent. Der Preisgraf zeigt aber so ein bisschen was anderes. Die Leute zahlen so ein bisschen mehr dafür. Das heißt, im Playset wird die wahrscheinlich ein bisschen teurer sein. Ihr seht hier, die meisten bieten eine Kopie davon an. Playset kostet dann ein paar Cent mehr, aber ist keine teure Karte, weil die halt so viele Reprints bekommen hat. Wenn ihr mal angucken, die hat aktuell 11 Reprints. Davon sind 4 aus dem OCG, glaube ich, oder 5. Also 6 Reprints in TCG. Das kostet halt nicht so viel. Dann der Banger. Blumenbaronin aus Maze of Memories kostet aktuell 43 Euro. Wenn wir auch hier wieder auf den Preisgrafen gucken, werden wir feststellen, die ist jetzt schon ganz schön gedroppt zu dem, wo sie ganz am Anfang noch war. Ich denke mal, wir werden den Preis noch ein bisschen weiter droppen sehen, wie weit. Kein Plan. Wenn ihr die spielen wollt, ist sie aktuell immer noch relativ teuer. Zwar keine 80 Euro mehr, aber immer noch ziemlich teuer. Ancient Fairy Dragon hat ja einen Reprint bekommen in Maze of Memories, indem wir einmal eine legale Kopie von Ancient Fairy Dragon haben, denn jetzt hat die ein Erasmus bekommen. Das heißt, der neue Text von dieser Karte ist jetzt live. Seit dem 10., also seit gestern, ist die Banlist auch aktiv, das heißt, seitdem könnt ihr die Karte wieder spielen. Ob das gut fürs Format ist, kein Plan. Das Schöne ist, wenn ihr die spielen wollt, die kostet 5 Cent. Das heißt, das macht euch wenigstens nicht arm. Parallel Exceed ist so eine Karte, ich habe nicht erwartet, dass die auf 2,20 Euro für eine Common hochgeht, denn wenn wir uns den Preisgrafen hier auch mal angucken, war die kurzzeitig auch so ein Peak bei 4 Euro. Langsam sind die Leute wieder so ein bisschen von den Trap-Clicks her runtergekommen, weil das Trash-Deck ja doch schon ein bisschen draußen ist jetzt. Aber trotzdem, für eine Common, die mal 20 Cent gegangen ist, ist das schon krass, dass die jetzt halt trotzdem nur 2,20 Euro kostet für die Common. Die Secret Rares kosten sogar noch ein bisschen was mehr und die Ultra Rares sowieso. Können wir uns mal gucken, die Super Rares liegt aktuell bei 3 Euro, was ziemlich krass ist. Und die Secret Rares liegen bei knapp 5 Euro. Also crazy. Dann haben wir einmal Utopia Rising, eine von den neuen guten Karten aus dem Maze of Memory Set. Kostet aktuell ihre 20 Cent. Nicht so teuer. Harpien Flederwisch aus dem Structure Deck. Trap Tricks. Beware of Trap Tricks. Kostet aktuell ihre 50 Cent, ist also auch nicht mehr teuer, ist halt auch eine Common. Und die wird aktuell auch nicht so viel gespielt. Das ist aber eine Karte, die zukünftig auch wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr kosten könnte. Dann Lingurigu habe ich mal reingeschmissen, weil viele fürchten, dass Ebi eine Karte ist, die im Format extrem viel auftauchen könnte. Da ist sie, kostet 20 Cent, ist also auch nicht so teuer. Das heißt, wenn ihr Ebi outen wollt, da habt ihr. Dann haben wir einmal Infinite Impermanence, auch aus dem Structure Deck Cyberstrike. Die kostet aktuell ihre 7 Euro oder 6,50 Euro, wenn ihr so sehen möchtet. Was trotzdem ziemlich krass ist, weil so ein Structure Deck kostet in der Regel ja online immer so knapp 8 Euro. Das heißt, die kostet fast genauso viel wie das ganze Structure Deck. Und am Preisgrafen sehen wir auch hier, die ist im letzten Monat ganz schön gestiegen, weil mehr Leute im Permanent spielen. Nächste Karte ist Raigeki. Raigeki, gute Karte, kostet aktuell 70 Cent. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann den Tag erleben, wo Raigeki weniger kostet als 50 Cent. Ich finde es todeswitzig, weil Raigeki ist eine der ikonischsten Yu-Gi-Oh! Karten, die wahrscheinlich ganze Freundschaften zerstört hat. Deswegen ist es halt funny, wenn so eine Karte irgendwann 50 Cent kostet und die aktuell kaum jemand spielt. Ist eine solide Karte, wenn ihr halt ein Deck habt, was halt Ghost Hacken gehen möchte. Da ist die Karte auf jeden Fall im Main Deck ziemlich gut. Dann haben wir einmal die neue Ultra Rare E-Hero Karte aus Maze of Memories. Wecke deinen Elementarhelden. Das Artwork, sehr cool. Der Preis, weniger cool, ne? 6 Euro ist jetzt auch nicht die Welt, aber ist trotzdem schon nicht so wenig für ein Deck, was eigentlich jetzt nicht unbedingt super relevant ist. Auch wenn es ein cooles Deck ist, muss ich sagen, ich habe es letztens selber gebaut. Macht schon Bock, ne? War natürlich geiler, als Telemens noch da war, weil Dark Lord ist natürlich eine krasse Karte. Aber die hilft auf jeden Fall, dass das Deck ein bisschen spielbarer wird. Haben wir einmal den Büssel. Wir werden, by the way, heute über alle Büssels kurz über den Preis drüber sprechen, weil die sind trotzdem irgendwie relevant. Die kostet ihre 5 bis 10 Cent, ist also auch nicht so teuer. Der Preisgraf, wie ihr seht, hatte so einen kleinen Schwenker gehabt nach oben, warum auch immer, hat wahrscheinlich irgendwer sich verkauft. Und sonst war die halt so bei 20, 30 Cent, ist also jetzt auch nicht so eine teure Karte. Ist auch eine Common, also die sollte auch nicht teuer sein, gerade von dem aktuellen Hauptset nicht. Dann haben wir einmal Barguska aus Maximum Gold Eldorado. 1,65 kostet die, oder 1,50, je nachdem welchen Händler ihr davon nehmt. Alles auch in Diamant habe ich hier gerade gesehen, also alles ziemlich solide. Ist aber keine Holo und trotzdem fast 2 Euro für so eine Karte.
Starke Karte, aber ist halt eine Rare. Haben wir einmal Fusionsentsendung, wieder aus dem Structure Deck Cyberstrike. Kostet 10 Cent, aber ihr seht auch hier am Preisgrafen, das wackelt so ein bisschen hin und her. Das heißt, da ist ein bisschen Bewegung drin. Denn die wird mal gespielt, mal nicht gespielt. Aktuell sind sich die Leute einig. Ja, ist eine ganz gute Karte, kannst du schon spielen, denn Katelia aus dem Deck zu holen ist halt nicht schlecht. Da hilft die Karte auf jeden Fall, dass ihr mit Despia durchspielen könnt, falls ihr doch mal eine Ash auf die Branded Fusion werft, dass ihr zumindest halt noch ein Fusion Monster aus Feld klatschen könnt, wenn ihr die richtigen Monster in Hand oder Feld habt. Also auch keine schlechte Karte. Zeitdieb Wiederholer, der mit dem besten deutschen Namen auf jeden Fall, kostet seine 40 Cent. Ist keine teure Karte, aber das ist ein Staple in Traptrix, denn da ist die Karte halt richtig gut drin. Und die ist auch hier wieder am Preisgrafen. Das wackelt so ein bisschen. Das heißt, die Menschen zahlen mal so ein bisschen mehr, mal so ein bisschen weniger für den. Aktuell gibt es aber sehr viele Kopien von dem guten Atzen, jetzt sehe ich es hier. Excellence. Also auf jeden Fall, ja, sehr viele Kopien, 92 Stück verfügbar. Da solltet ihr also kein Problem haben, euch eine Karte zu schnappen, wenn ihr Traptrix spielen wollt. Haben wir einmal Rindbrum, der zuschlagende Drache. Ist auf jeden Fall sehr feurig unterwegs mit seinen Schlägen. Aber die kostet aktuell 6,50 €, ist also auch eine Karte, die jetzt nicht unbedingt super günstig ist. Aber wenn ich ehrlich bin, ist sie günstiger, als ich erwartet hatte. Das war jetzt eine Ultra-Rare aus dem letzten Hauptset. Das Hauptset war ja an sich ganz gut. Also ich hatte erwartet, dass sie so knapp 10 € geht. Da war die auch so am Anfang des Monats, ist so langsam runtergegangen, weil die Menschen merken, Despia ist zwar ganz gut, aber vielleicht nicht so gut, wie man es am Anfang gedacht hatte. Deswegen ist die jetzt auch nicht ganz so krass vom Value her. Da haben wir einmal Traptrix Sarah aus Magnificent Mavens. Das ist die Ultra Rare. Ja, das ist die Ultra Rare. Und die kostet 15 Cent. Die hat also, wie ihr seht, gar keinen Value mehr. Wenn ihr aber Sarah in schön spielen wollt, Ultra Rare, Magnificent Mavens. Wieso nicht? Ne? Weil dann könnt ihr halt Sarah in Holo spielen. Ist doch eigentlich ganz geil. Dann haben wir noch einmal diesen wunderbaren Drachen. Der heißt Gangunyol, der Dämmerungsdrache. Auch eine Ultra Rare aus dem letzten Hauptset. Auch die ist vom Preis so ein bisschen gefallen, wenn wir uns den Grafen so angucken. Und ein bisschen heißt die Hälfte. Crazy. Kostet aktuell 8 €. Ist also auch keine günstige Karte. Witzigerweise teurer als der Rindbrum. Das heißt, die scheint für das Deck auf jeden Fall so ein bisschen wichtiger zu sein. Die Karte kann, by the way, Gimmick-Puppet in den Friedhof legen, damit ihr mit der Fallenkarte den Gegner aus dem Spiel locken könnt. Die Gimmick-Puppet taucht heute auf jeden Fall auch nochmal auf, was sie aktuell kostet, damit ihr das auch mal gesehen habt. Ne? Wir haben noch ein paar Karten vor uns, also bleibt auf jeden Fall dran. Hey, ne? Ich hoffe, ihr seid mit unserem Text noch nicht ganz durch, denn wir haben noch einiges vor uns. Haben wir einmal Lord of the Heavenly Prison, also Herr des himmlischen Gefängnisses. Die Karte vom Preisgraf, wie ihr seht, nach oben gegangen, kostet aktuell so ihre 4,50 €. Ist auch ein bisschen teurer geworden. Liegt einfach daran, Labyrinth ist ein bisschen beliebter geworden und Traptrix auch. Und ihr könnt die Karte in beiden Decks spielen. Ich habe viele gesehen, die in Traptrix auf die Karte verzichtet haben, weil sie ja die In-Engine-Karte haben. Ich glaube aber, dass es gar keine so schlechte Idee ist, die in Traptrix mal auszuprobieren, wenn ihr die Karte habt. Denn die kann euch ja noch eine extra Fallenkarte geben. Die gibt euch einen Buddy aus Feld, der mit 3000 auch echt mächtig ist. Also wirklich, der hat einen krassen Booty. Einen krassen Punch, also das ist auf jeden Fall eine Karte. Mal überlegen, ob man die vielleicht doch für den Preis halt holt, weil das halt auch keine schlechte Karte ist, wenn ihr in Zukunft halt mehr so Control-Decks spielen möchtet, die jetzt vielleicht nicht Traptrix oder Labyrinth heißen. Auf jeden Fall eine coole Karte. Dann haben wir einmal hier den flinken Angler. Die Karte kostet aktuell 4 Cent. Und für alle, die den Kamen geholt haben für 5 bis 10 €, denen tut das wahrscheinlich in der Seele weh, dass diese Karte jetzt nichts mehr kostet. Ich muss fairerweise aber sagen, ich finde das gut. Es wäre natürlich super gewesen, wenn diese Karte keine Rare gewesen wäre, sondern eine Super Rare. Dann wäre es immer noch ein bisschen teurer, aber der wäre trotzdem halt einfach ein bisschen schöner. Ne? Weil wir haben den Bieber schon Super Rare, wir haben Red in Super Rare, wir haben viele andere Karten in Holo. Hätte einfach besser ins Deck gepasst. Aber, mein Gott, nehmen wir den halt auch in Rare für 4 Cent. Den rothäutigen dunklen Dragoner. Das klingt immer so schwachsinnig. Dragoon, Red as Dragoon, so heißt die Karte auf Englisch und da bleiben wir auch bei. Die Karte hat, wie ihr seht, auch einen richtigen Preissprung gemacht. Die war so bei 17 € und jetzt kriegt ihr die für knapp 20,50 €. Ist also auch ganz schön nach oben gegangen, weil es gibt mittlerweile viele Decks, die die Karte in ihre Deckstrategie integrieren. Ich habe gesehen, die wird in vielen Despia-Varianten gespielt, mit einem extra Tage für den Dark Magician, weil ihr mit Cartesia und Dark Magician den Hard sammeln könnt. Und theoretisch über die Branded Fusion den Dark Magician auch senden können und dann
mit ein paar anderen Sachen trotzdem mal Dragoon machen könnt. Es ist halt wirklich eine gute Karte, die ihr sehr einfach bauen könnt. Und ich habe auch gesehen, dass irgendeine Dragonlink-Variante mit dem Ancient Pharaoh Dragon irgendwie auf das Monster kommt. Fragt mich nie wie, keine Ahnung. Aber dann legen die euch mit dem Ancient Pharaoh Dragon Secret Village of the Spellcaster dahin und die sagt einfach so, no spells for you. Denn ihr müsst erstmal den Dragoon outen, damit ihr wieder Spells aktivieren könnt. Versucht das mal ohne Spells. Das klingt sehr nasty. Nächste Karte ist einmal Göttliches Arsenal. Zeus. Himmelsdonner. Dieser Name, ich liebe ihn. Die Karte kostet aktuell als Ultra Rare ihre knapp 27 Euro. Wenn man sich den Preisgrafen so anguckt, gab es so einen kleinen Dip da drin und dann so ein ganz krasses Hoch. Denn die Karte ist seit dem Release der Megazins in 2021 schon ganz schön hochgegangen wieder. Denn die war ja bei Release so knapp bei 14 Euro. Und hätte man sich die da gekauft, hätte man halt ein bisschen Geld sparen können, wenn man da schon Yu-Gi-Oh! Gespielt hat. Das haben ja einige auch in der Zwischenzeit angefangen. Ne? Sorry für euch, aber die Karte kostet jetzt wieder ein bisschen mehr Geld. Wenn ihr so ein Video einmal im Monat haben wollt, lasst mir gerne mal ein Like da, damit ich weiß, ihr habt da wirklich Bock drauf. Weil ich glaube, dann bringe ich das einmal im Monat. Ich habe mich ja so ein bisschen mehr vor diesen Market Watches gesträubt, weil ich eigentlich diesen Mehrwert nicht sehe. Aber ich finde, so eine Art von Video einmal im Monat zu bringen, wo ich quasi euch einmal alle Kartenpreise zeige, von so den ganzen relevanten Karten, hat schon so einen kleinen Mehrwert. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Und machen wir weiter mit der nächsten Karte. Und das ist einmal Ultimate Great Insect. Das ist eine Super Rare aus Frozen Hypernova. Die wird in Ninjas gespielt. Mehr kann ich euch zu dieser Karte nicht sagen. Ich habe die bis jetzt in jeder Ninja-Liste gesehen, die ich mir anguckt habe. Ich habe keine Ahnung, was sie tut. Die kostet aber auch nur 10 Cent. Ja, also wenn ihr Ninja spielt, holt euch die. Die scheint wohl irgendwie wichtig zu sein. Warum auch immer. Haben wir einmal Nightmare Unicorn aus Genesis Impact. Das ist das Set, wo Drytron drin war, by the way. Kostet aktuell ihre 26 Cent. Ist also auch wirklich nicht teuer. Ist aber eine Karte, die man wirklich zu Hause haben sollte. Einfach so als Staple, falls man eine Karte in sein Deck packen möchte. Dann ist das auf jeden Fall immer eine Option, die immer nicht schlecht ist, auf jeden Fall. Wenn ihr sie bauen könnt übrigens, ne? Die braucht halt drei Monster, ne? Wenn ihr keine drei Monster aufs Feld bekommt, spielt die nicht, dann kommt das nie auf. Haben wir einmal Exeter Knight aus Battle of Legend Light's Revenge. Die Karte kostet aktuell 10 Euro. Ja, die war bei 6 vor. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass halt in Traptrix in den meisten Decklisten das Ding auch drin ist. Ich glaube nicht, dass die Karte jetzt 10 Euro wert ist. Würde ich es bezahlen, aber ich glaube schon, wenn ihr Traptrix spielt, dass sie schon hilfreich sein kann, dass ihr nicht verliert. Ich habe sie jetzt in meinem Traptrix-Decks nicht drin. Ich glaube aber schon, ich verstehe, warum die Leute die in der spielen, weil ihr auch mal so ein extra Blowout habt und halt gegnerische Kartenvorteile quasi zu revidieren. Das kann euch schon helfen, einfach ein bisschen durchzuspielen. Und da könnt ihr halt Zeus oben drauflegen. Das ist halt auch nicht das Schlechteste, was man machen kann. Ne? Haben wir einmal Underworld Goddess. Die Karte kostet 3,85 Euro. Ich wollte die einfach nur mal erwähnen, die wird aktuell nicht so viel gespielt, aber ich fand sie trotzdem mal erwähnenswert, dass man kurz überspricht. Die Karte ist irgendwo im Format, vielleicht taucht die irgendwann mal wieder auf. Kostet ein paar Euros. Haben wir einmal Schwertseelen Oberherrscher Cheng Ying. Die kostet aktuell ihre 50 Cent. Für eine Karte, die mal ein bisschen teurer war, ist das eigentlich ziemlich cool. Ist ein cooles Monster, ist natürlich deutlich outclassed von Baroness. Aber das ist bei vielen Decks sogar die nächstbeste Option neben dem anderen Swordsword Monster. Und das Ding ist halt generisch, das heißt, könnt ihr halt jedem Deck bauen, in dem ihr Level 10 Supermonster bauen könnt. Deshalb finde ich 50 Cent dafür halt auch vollkommen rechtfertigt. Besorgt euch die Karte, wenn ihr die noch nicht habt, denn das wird ein generisches Monster, das kann ihr in so vielen Decks halt wirklich spielen und Karten vom Friedhof und Feld zu banishen, ist halt schon kein schlechter Effekt tatsächlich. Und der Attack-Push ist halt auch ganz nice, ne? Dann haben wir einmal Time Space Trap Hole. Eine der einzigen Trap Hole-Karten, die nicht in dem Structure drin war. Und jetzt kostet die Kamen 2 Euro. Yu-Gi-Oh!-Spieler, sag ich nur. Dann haben wir einmal der krasse Meta-Container aktuell mit Kashtira Arisard. Die kostet aktuell ihre 12 Euro. Was ich für eine Secret aus dem Hauptset, die sehr notwendig ist, eigentlich ziemlich wenig finde. Man könnte sich überlegen, bei dem Preispunkt, ob man vielleicht sich einen Kashtira Arisard holt und dann, wenn man in den Board von Gegner reinspielt, sich einfach ihn Monster klauen kann mit Enemy Controller oder mit Change of Heart oder Gedankenkontrolle und einfach einen eigenen Arisard oben drauf klatscht. Das könnte ich mir eigentlich ganz cool vorstellen. Weiß nicht, schreibt es mal in die Kommentare, vielleicht finde ich die Idee auch ganz cool, weil ich glaube, für den Preis kann man das sogar machen, weil das jetzt dann zwar auch ein bisschen Geld ist, aber es kommt dann mal vor, dass ihr das wirklich halt machen könnt. Deswegen, eigentlich eine ganz coole Idee. Hätte ich vielleicht machen sollen fürs Wochenende.
Dann haben wir einmal Apollosa, Bogen der Göttin. Die kostet aktuell 7,30 Euro, also um die 7 Euro. Die schwankt vom Preis aber auch extrem, das seht ihr. Denn die wird mal so ein bisschen mehr gespielt, mal ein bisschen weniger gespielt. Es gab mal Zeiten, da war die in jedem Extra-Deck drin. Aktuell ist das nicht der Fall. Das Schöne an Apollosa ist aber auch, die verliert nicht gegen Book of Moon oder Book of Eclipse. Ist vielleicht einfach nur für euch für einen Gedankengang, wenn ihr halt ein Board habt, was halt dagegen extrem stirbt. Und man vielleicht eine Apollosa macht zum Beispiel. Ne? Wäre vielleicht eine Option. Dann haben wir einmal Donner Dagger for Hire. Vor allem in Finika Stira Decklisten. Aber wie ihr seht, die kostet ihre. Ist also jetzt nicht der krasse Portemonnaie-Lehrer, aber ist eine Karte, die man vielleicht zu Hause haben sollte, weil sie doch relativ generisch beschwörbar ist und auch einen Effekt hat, der generisch halt funktional ist. Ne? Also eine Karte, die ich auf jeden Fall vielleicht zu Hause haben würde, damit ihr halt, wenn ihr ein Deck spielt, wo ihr spielen könnt, die auch benutzen könnt, falls es halt auftaucht. Haben wir einmal Ice Jade Gimir Egrine oder Egrine. Ich habe keine Ahnung. Wie ihr seht, die ist vom Preis in den letzten 4 Wochen ganz schön gestiegen. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, warum. Ich glaube, die kann man in Sword Soul spielen, würde ich vermuten, weil die ist Level 10. Das könnte ein Grund sein, weil Sword Soul ja im letzten Monat wieder so ein bisschen mehr gespielt wurde. Kostet aktuell 5,35 Euro. Ich habe gerade keine Ahnung, was sie tut. Die scheint auf jeden Fall nicht so kacke zu sein. Die braucht aber ein Wasser-Tuner-Monster. Ich weiß nicht, wie einfach das zu accomplishen ist. Ihr müsst wahrscheinlich irgendeine Line spielen mit Coral Dragon. Das hört sich auch irgendwie nicht gut an. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe keinen Plan, wo die jetzt auftaucht, warum jetzt auf einmal der Preis gestiegen ist, aber vielleicht weiß es ja einer von euch. Dann Contact Sea. Eine sehr, sehr spannende Möglichkeit, um der Spiel so ein bisschen in die Schranken zu weisen. Kann auch gegen Kashtira ganz witzig sein, weil der ist Level 6. Da machen die auch nicht ganz so viel. Die kostet aktuell ihre 2 Cent, ist also auch keine teure Karte. Aber eine Karte, die das Format doch schon prägen kann, ist ja vielleicht gegen Despia nicht die krasste Karte. Aber gegen Kashtira ist die halt nicht schlecht. Und auch gegen andere Decks kann die halt doch ein bisschen was machen. Dann haben wir einmal eine meiner Lieblingskarten im aktuellen Format. Und das ist einmal Denko Seka, die aktuell ihre 10 Cent kostet, vielleicht 30 Cent, wenn man mit runterscrollt. Ist eine Karte, die Sachen wie Traptics und wie Labyrinth schon ganz schön hops nehmen kann. Oder wenn euer Gegner mit, weiß ich, 3 Setkarten endet, weil es halt, weiß nicht, Icon ist, ein Book of Moon oder ein Eclipse und ihr macht die halt oben drauf, da tut schon ganz schön weh. Da haben wir einmal Muckraker oder Schmierfink aus der Unterwelt. Eine Karte, die jetzt vom Preis sich relativ stabil gehalten hat, wurde letztens von Joshua in seinem Deckprofile gespielt, wo er Sprite Runic gespielt hat, mit einer kleinen Combo. Kostet aktuell ihre 9 Euro, 9,20 Euro. Ist also auch vom Preis ein bisschen gestiegen. Die hat auch einen Ultra Rare Reprint. Der ist witzigerweise aber teurer, weil es die Promo war für das Sneak Event. Also wenn ihr die haben wollt, hole ich die Secret Rare, die ist ein bisschen günstiger. Dann haben wir einmal Droll and Lockbird. Eine Karte, die aktuell wieder ein bisschen mehr Play sieht. Das sehen wir auch am Preis, denn aktuell kostet 10 Euro. Die ist vom Preis so ein bisschen gefallen. Ne? Die wird wahrscheinlich aber in den nächsten Tagen so ein bisschen teurer wieder werden. Denn Droll ist im aktuellen Format gar nicht so schlecht tatsächlich. Dann haben wir einmal Dugaris. Nummer 60, Dugaris der Zeitlose. Eine Karte, die man in Darkwell aktuell spielt. Und ich glaube in Tiernaments, wenn das Deck irgendwie noch spielbar ist. Aber da kann man die theoretisch auch spielen, weil die ja für Effekt auf Friedhof legt. Die Karte kostet aktuell ihre 2 Euro. Das ist immer so eine Karte, die so rumgependelt ist, so bei 2-3 Euro. Deswegen, wie wir am Preisgrafen sehen, ist sie da auch geblieben. Aber ist trotzdem eine Karte, die man vielleicht doch zu Hause haben sollte, falls man sie mal spielen möchte. Ballsword Dragon. Eine Karte, die aktuell wirklich eigentlich keiner spielt. Ich wollte trotzdem mal kurz erwähnen, weil es eine Budget-Option ist, wenn ihr wirklich halt ein Monster haben möchtet, was halt doch noch so ein bisschen Damage machen kann. Kostet aktuell 1 Euro, ist also auch keine teure Karte. Besorgt euch die, wenn ihr noch die nicht habt. Dann habt ihr die zu Hause, falls ihr wirklich mal spielen möchtet oder ihr halt irgendein Monster in eurem Deck braucht, was Games finishen kann. Und das ist halt Ballsword. Ist auch relativ einfach, damit Games zu finishen. Dann haben wir einmal Nightmare Phoenix. Die Karte kostet aktuell ihre 30 Cent. Und wird aktuell auch wieder in ein bisschen mehr Decks gespielt, um halt Floodgates zu outen. Oder um einfach ein Link 2 Mod zu sein, mit dem ihr halt irgendwas machen könnt. In Sprite zum Beispiel. Aber einfach eine gute Karte, die zu Hause zu haben. Und für den Preispunkt würde ich es mir auch besorgen. Haben wir einmal Masquerades, der flammende Drache. Eine Karte, die mal ganz schön teuer gewesen ist, mit so 6 bis 8 Euro. Die jetzt aktuell 30 Cent kostet. Und es ist sogar eine Super Rare aus der Tin. Also ist sogar eine schöne Karte. Auch eine schöne Rarität. Kann man sich also auf jeden Fall mal besorgen, wenn man halt das Deck spielen möchte oder vielleicht einfach die Karten zu Hause haben möchte. Weil die ist relativ generisch baubar. Ihr braucht ein Despair-Monster und ein Licht- und Finsternis-Monster. Das ist relativ einfach zu accomplishen. Dann Pot of Prosperity. Wie ihr seht, ist die vom Preis wieder gestiegen.
Ich kann das nur darauf zurückführen, dass wir aktuell wieder mehr Prosperities in den Main Decks sehen und weil wahrscheinlich bald wieder ein paar Turniere mehr anstehen. Die DM ist ja auch nicht so weit hin, ne? Wird wahrscheinlich so Richtung Juni sein. Könnt ihr ja schon mal in den Hinterkopf rufen, dass das ein Thema werden könnte. Aktuell ist die für den Preis aber auch wieder oh gottlos, ne? 51 € finde ich schon wieder ganz schön frech für einen Reprint aus dem Megazin. Ja, keine Ahnung. Die braucht auf jeden Fall noch einen Reprint, damit die halt ein bisschen weniger Value hat. Da haben wir einmal Flammende Cartesia, die Tugendhafte. Die Karte, die, wie ihr seht, vom Preis ziemlich stabil ist. Der Preiskraft bewegt sich nicht großartig. Wer auch immer eine Cartesia für macht, wer auch immer eine Cartesia für 46 € gekauft hat, keine Ahnung. Aber die kostet aktuell so 35. Ist aber auf jeden Fall auf 1 Mandatory in Despia. Ihr könnt zwar theoretisch ohne sie spielen, aber mit ist das Deck halt so viel besser. Müsst ihr halt vielleicht ein bisschen in die Tasche greifen, damit euer Deck vielleicht sogar Tournament ready ist und ihr halt Cartesia spielt. Ist aber meiner Meinung nach den Preis sogar für das Deck wert, weil es wirklich eine gute Karte ist. Und dann haben wir einmal Small Worlds. Ich habe die mittlerweile in einigen Kashtira-Decklisten gesehen. Auch funky. Mathmech spielt die auf jeden Fall auch. Und ihr könnt die in manchen anderen Decks halt spielen, weil die halt theoretisch jedes Monster in eurem Deck suchen kann. Das geht zwar theoretisch minus 1, ist aber trotzdem eine Karte, die euch wirklich jedes Monster in eurem Deck suchen kann. Wenn ihr das richtig aufbaut, kostet aktuell 4,50 €. Ist also auch vom Preis wieder ein bisschen gestiegen, weil Mathmech ja so ein bisschen beliebter wieder geworden ist. Ist aber auf jeden Fall eine Karte, die man sich mal besorgen sollte, wenn man sie noch nicht hat. Vielleicht nicht für den Preis, vielleicht ein bisschen warten, bis der Hype von Mathmech so ein bisschen gesunken ist. Aber ist auf jeden Fall eine Karte, die ziemlich gut ist. Haben wir einmal Gigantic Sprite. Die kostet aktuell 4 € ungefähr. Ein bisschen weniger als 4 € so um den Dreh. Ja, ist halt Gigantic Sprite. Kann ich nicht viel zu sagen. Ist eine Karte, wenn man Sprite spielen möchte, muss man die haben. Im besten Fall. Zwei bis dreimal, je nachdem, welche Range man spielen möchte, ist halt da. Sprite Sprint, wie ihr seht, ist vom Preis ein bisschen gestiegen, weil die Leute jetzt ein bisschen Angst vor Kashtira haben, dass sie den Sprint aus dem Deck banishen. Deswegen kostet die aktuell auch seine 9 € bis 9,50 €. Und die meisten spielen mittlerweile wirklich halt zwei Sprints, damit der eine Monster was Sachen banisht, die nicht aus dem Extra Deck banisht und ihr keinen Play mehr habt. Deswegen spielen die meisten halt zwei davon. Haben wir einmal Bestial Magnamut. Und wenn wir uns den Preisgraphen mal angucken, sehen wir. Boom! Die ist ganz schön gecrashed. Und zwar richtig hart. Weil natürlich Tiermans nicht mehr im Format haben. Logischerweise kostet die dann halt nicht mehr so viel. Ist aber, muss ich fairerweise sagen, für eine Super Rare immer noch schweineteuer. Ne? Also 13 € für eine Super Rare, die aktuell nicht so viel gespielt wird, finde ich schon ein bisschen frech. Haben wir einmal Court by the Grave, die kamen aus dem Structure Deck Albers Strike tatsächlich. Kostet aktuell 50 Cent. Ist jetzt keine Karte, die wir aktuell in jedem Deck sehen, was ich immer noch sehr komisch finde, aber die meisten brauchen es einfach nicht oder die spielen noch nicht so krass viele Handtraps, dass sie halt nicht gegen jedes Deck irgendwie gut ist. Ist aber eine Karte, wenn man die nicht hat, würde ich mir besorgen, weil es eine Karte ist, die halt wirklich in verschiedenen Formaten Spiel sehen kann, wenn sie nicht irgendwann gebannt wird. Was aktuell nicht danach aussieht. Da wollte ich noch so ein bisschen Ninja-Stuff hier reinwerfen. Ich habe hier einmal Meisen, The Battle Ninja. Die kostet aktuell 2 €, ist also doch keine teure Karte. Aber ich wollte mir erwähnt haben, dass die auf jeden Fall für Ninja-Spieler hier kostet nicht viel. Ist also immer noch ein Budget-Deck. Kauft euch das gerne. Da habe ich noch einmal hier Gravekeepers Inscription, die sich aktuell so bei knapp 6 € einpendelt. Ist natürlich eine gute Karte, wenn wir ein Format haben, wo wir viele Decks haben, die mit dem Friedhof anmachen. Aktuell haben wir das nicht, deswegen ist sie auch nicht so teuer. Die Secretary aus dem Hauptset, die generisch was aufhalten kann, ist eigentlich ganz cool. Ich würde es für den Preis immer noch nicht holen, weil es aber ich immer noch für das, was sie macht, immer ein bisschen zu teuer ist. Aber ist auf jeden Fall eine Karte, auf die man mal ein Auge halten sollte, ob die in Zukunft halt günstiger wird und man sich die halt kaufen kann. Dann haben wir einmal Stoß der drei Taktiken. Da wird einmal richtig gestoßen. Sorry für den Wortwitz, der musste sein. Die Karte kostet aktuell 64, 65 €. Man sieht beim Preisgrafen, die ist so ein bisschen gefallen. Die war also mal deutlich teurer, so bei knapp über 70. Die wird aktuell nicht so krass viel gespielt, aber das ist eine Karte, die für enorm viel Schaden sorgen kann, wenn es die richtige Karte gibt, die man damit quasi suchen kann in eurer internen Deckstrategie. Deswegen behaltet die Karte auf jeden Fall im Auge. Ich persönlich werde es mir für den Preis nicht holen, aber es ist eine Karte, wenn die für euch mandatory ist, werdet ihr wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen müssen, um das zu investieren. Denn ich glaube, viel günstiger wird die wahrscheinlich nicht werden. Wahrscheinlich eher wieder teurer. Dann haben wir noch einmal Meerjungfrauen Kostüm Maßschneider. Der beschissenste Name, den ich je gehört habe.
Aber eine sehr coole Karte, die aktuell 15 Cent kostet, bis 20 Cent, also auch nicht so teuer. Die kann im Mirror Match extrem gut sein, die kann gegen manche Floodgates extrem cool sein, wenn ihr die suchen könnt. Einfach insgesamt eine sehr okaye Karte, die bestimmt ein Format finden wird, wo die cool sein wird. Wenn man Diabolantis, die bedrohliche Gottesanbeterin, ist eine Kammer aus dem letzten Hauptset, ist ein Insekten-Synchromonster, was ein Insektenmonster auf den Friedhof jagen kann. Cooler Effekt, kostet 2 Cent, ist eine Kammer, spielt kaum jemand, wie man am Preisgrafen sieht, geht ein bisschen runter. Mehr als 20 Cent wird die nicht kosten. Wenn ihr sie braucht, holt sie euch jetzt. Falls warum auch immer die irgendwie super relevant wird und jedes Sektor spielen muss, damit ihr halt schon zu Hause habt. Haben wir einmal Weight Bridge. Ein cooler Name, die auf Deutsch Brückenwaage heißt. Ich weiß nicht, wie man auf diese Übersetzung gekommen ist. Weil das eigentlich noch Gewichtbrücke heißt. Ja, kann man so übersetzen. Trotzdem irgendwie weird. Aber es ist ja eine Brückenwaage. Ja, okay, komm, ja, passt schon. Die kostet aktuell ihre 4 Euro. Ist für das, was sie tut, eigentlich relativ günstig, denn die kann für manche Decks enorm böse sein. Und ich glaube, in Labyrinth ist sie sogar gar nicht so schlecht. Also ich verstehe nicht, warum die vom Preis gedroppt ist. Ich glaube, die würde ich mir sogar besorgen, wenn die eher so auf Control-Decks abgeht. Dann besorge ich die für die paar Euros. Playset 12 Euro, kann man mal zu Hause haben. Secret aus dem Lobset ist eine coole Karte, auch optisch sehr schön. Haben wir noch einmal Big Welcome Labyrinth. Die kostet aktuell 4,50 Euro bis 5 Euro. Ja, ist eine Karte, die man für das Deck auf jeden Fall braucht. Ne? Also wenn ihr Labyrinth spielen möchtet, die ist für euch. Dann haben wir einmal Scareclaw Garstila, eine Kammern aus Photon Hypernova, die, wie ihr seht, 2 Cent kostet. Ihr seht aber auch beim Grafen, dass manche dafür sogar 20 Cent ausgeben. Manche sogar 22 Cent. Warum auch immer. Ist eine Karte, die ist im Deck mandatory, dass ihr einmal spielt, weil es einfach eine gute Karte ist, um euch um verschiedene Sachen drumherum spielen zu lassen. Würde ich mir also irgendwie besorgen, wenn ihr das Deck spielen möchtet. Ansonsten kann die auch semi-generisch funktionieren, aber schon eher in dem Deck selbst. Haben wir noch einmal Tillemans Kastira, der einfach beide Namen genommen hat. Ich bin jetzt eins. Und die kostet aktuell 6 Euro. Die ist für das Deck auch schon wichtig. Ist halt ein Quick-Effect-Special-Summon. Das ist halt nie verkehrt, ne? Haben wir Kastira Rysard. Kostet auch seine 4,50 Euro. Also auch kosten bei Euro. Ist aber auch eine Ultra aus einer Hauptset. Ist aber jetzt auch nicht so teuer. Ich glaube, das ist ein One-Off in dem Deck oder ein Two-Off oder so, ich weiß es nicht genau. Aber die Karte selber ist auf jeden Fall auch gut, weil das ist Normal Summon Effekt, der euch quasi Level 7 Monster gibt, was banished. Ist halt eine gute Karte für das Deck selbst. Ne? Dann haben wir einmal Unterdrückter Planet Wraithoff. Der Name ist immer noch ein richtiger Zungenbrecher, muss ich hierbei sagen. Die ist aber vom Preis, wie ihr seht, von 70 so runtergegangen auf ganz schön weit runden und kostet jetzt ihre 40 Euro. Ich muss dazu aber sagen, dass Pelorino auch am Anfang so ein bisschen gedroppt ist und dann extrem nach oben explodiert ist, weil der Tillemans halt so richtig krank war. Ich glaube nicht, dass sie das gleich machen wird, weil das Deck ist halt gut, aber es ist halt nicht Tier-Ski so gut. Deswegen glaube ich nicht, dass die Karte wirklich mehr als 50 gehen wird, wenn das überhaupt nochmal hochgeht. Sie hat so einen leichten Tipp nach oben in den letzten Tagen gehabt, aber da wird, glaube ich, nicht mehr viel passieren. Nächste Karte ist einmal Theosis. Den Rest lassen wir mal so stehen. Die kostet aktuell nur noch 25 Euro, 26 Euro. Die auch mal 50 Euro, ne? Ja, krass. Das ist aber richtig, richtig schnell gedroppt. Das ist, glaube ich, die am krassesten gedroppt ist innerhalb des letzten Monats, weil die war ja so bei knapp 55 und jetzt kostet nur noch 26. Das ist halt weniger als die Hälfte wie von einem Monat. Das ist schon krank. Also Kastira ist auf jeden Fall deutlich günstiger als von einem Monat. Ich habe ja ein Video gemacht zu Kastira. Da war das, glaube ich, knapp 1000 Euro. Das wird ja wahrscheinlich nicht mehr annähernd so viel kosten. Haben wir noch einmal Ninja-Kunst Schriftrolle der Geheimnisse. Die kostet aktuell 1,50. Wie ihr seht, die ist vom Preis auch ganz schön gestiegen. In dem, wo sie angefangen hat, bei so knapp 40 Cent. Jetzt kostet sie halt knapp 1,40. Weil es, glaube ich, eine der besten Karten im Ninja-Deck ist. Ich finde die optische Übung ist auch sehr, sehr schön. Kann man ja auch mal so laut sagen. Finde ich, ist eine sehr schöne Karte. Da haben wir einmal Mitsu, die Insekten-Ninja. Das klingt irgendwie falsch, aber es ist richtig. Steht da oben so. Die kostet aktuell ihre 4 Euro. Die hatte so diesen ganz kleinen Hype, wo sie auch so 6 Euro gegangen ist. Mittlerweile geht sie wieder leicht runter und die Menschen kaufen die auch weniger ein. Deswegen sehen wir das am Preisgrafen noch nicht, aber die kostet aktuell wirklich nicht mehr so viel. Ich glaube, 4 Euro ist auch ein fairer Preis für die Karte, weil die ist wirklich gut mit dem neuen Support, aber sie ist keine Karte, die jetzt mehr als 5 Euro kosten sollte. Haben wir noch einmal Buch der Mondverfinsterung. Und das habe ich extra genauso ausgesprochen, ohne dass ich mich dabei plappert habe. Kostet aktuell 5 Cent. Ist die schlechteste der drei Optionen. In den meisten Decks, aber ist trotzdem eine Option, die ihr
benutzen könnt, um irgendwas vom Gegner zu outen. Haben wir einmal Geo, The Gravity Ninja, ist eine Common, kostet 2 Cent. Letztes Hauptset. Gehen wir weiter. Edge im Chain kostet nur noch 25 Cent von dem Preispunkt, den es mal hatte vor einem Jahr, wo die 6 Euro kostet hat. Ist natürlich krass, ne? Ist trotzdem eine Karte, die man immer noch spielt in Despia. Nicht in allen Varianten, aber sie ist ja immer noch ein Sucher für eine Poli plus ein extra Buddy. Ist halt immer noch nicht schlecht. Ob das jetzt wirklich für das Deck mandatory ist, weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich glaube, bei einigen Listen verzichten mittlerweile sogar auf den. Deswegen könnte es auch sein, dass er deshalb nicht so teuer geworden ist wieder. Haben wir aber den abgeheuerlichen Sadonir. Der kostet aktuell 4 Euro. Und das liegt ein bisschen daran, das seht ihr am Preisgrafen auch, als die Bandits kam, dass der in Despia mehr gespielt wird, dadurch teurer geworden ist und jetzt sich so langsam wieder bei 4 Euro einpendelt, weil er hatte so einen ganz kleinen Peak bei 5 Euro noch was. Ist, wenn ihr Despia spielen wollt, schon necessary. Wahrscheinlich reicht sogar einer. Vielleicht wollt ihr aber auch mehr davon spielen. Das hängt davon ab, welchen Deckbild ihr verfolgt, aber ich glaube schon, dass die Karte den Preis schon wert ist. Und dann haben wir einmal Sword Soul Emergence. Kostet 15 Cent. Weiter geht's. Ghost Match kostet 1 Euro. Aus Magnificent Mavens. Immer wieder faszinierend, dass Floodgates immer so ein bisschen Value halten, wenn die shiny sind. Irgendwie witzig. Haben wir einmal Schreckensbild Patchwork für 20 Cent. Das ist die Engine Patchwork und der komische Edgeamp. Die kosten nicht mehr so viel. Also, wenn ihr die nicht habt, besorgt euch die vielleicht, wenn ihr irgendwie gerne so für so ein Zweck spielst. Denn das ist halt eine ganz coole Engine eigentlich. Dann Gefängnis der Eisdrachen. Fragt mich nicht, warum ich reingepackt habe. Ich habe die aktuell in einigen Trapix-Listen gesehen. Und deshalb dachte ich mir so, ja, why not reinpacken? Kostet aktuell 50 Cent. Wenn ihr sie spielen wollt, ist auf jeden Fall nicht Bertika zu besitzen. Dann haben wir einmal Dimensionsbarriere aus dem Structure Deck Alba Strike. Kostet ihre 10 bis 15 Cent. Eine Karte, die man haben sollte. Gerade im aktuellen Format ist wieder richtig stark. Muss aber nicht unbedingt was bedeuten. Haben wir das Guild Rain, Common, Darkwood Structure Deck. Kostet wieder 1,40 Euro. Ich weiß nicht, was da mit Floodgates ist, hat die immer wieder ein bisschen Value halten, aber die kostet auf jeden Fall ein bisschen Geld. Dann haben wir noch einmal Crossout Designator. Wie ihr seht, vom Preis ein bisschen hochgegangen. So wie bei den 10 Euro ist auf jeden Fall eine Karte, die so ein bisschen was kostet, aber jetzt nicht viel. Aber es ist trotzdem ein Punkt, wo man überlegen muss, möchte ich für 30 Euro wirklich diese Karte spielen oder kaufe ich mir für 30 Euro andere Karten, die vielleicht mein Deck selber besser machen, anstatt den Gegner daran zu hindern, mein Deck schlechter zu machen. Einfach nur drüber nachdenken. Dann haben wir noch einmal DD Krähe, kostet aktuell 1 Euro. Spielt aktuell keiner, deswegen kostet nicht so viel. Sogar die Ultra Rare. Ich glaube, jetzt sogar der Zeitpunkt, sich die zu kaufen, weil es wird wieder ein Format in Zukunft geben, wo die Karte wieder spielbar ist. Und dann kostet sie halt wieder ein bisschen was mehr. Und dann kommen wir zu meiner Meinung nach dem Biggest Offender Today. Und das ist einmal Gimmick Marionette Albtraum, die aktuell ihre 10 bis 12 Euro geht. Ja, Spieler lieben es, den Gegner nicht spielen zu lassen und deshalb ist diese Karte auch teuer. Danke Konami für die Karte, die was zum Gegner specialen kann. Ich habe übrigens erfahren, es kommt bald ein neues Fusionsmonster für Despia, was den gleichen Effekt hat wie die Fallenkarte, nur dass sie nur aus dem Friedhof specialen kann. Das Ding kann die auch specialen. Heißt, Despia kriegt noch einen zweiten Weg, der einfacher ist. Ich weiß nicht, was Konami sich dabei gedacht hat, aber jetzt haben wir zwei Karten, die das Problem verursachen können. Und das ist irgendwie nicht Sinn der Sache. Haben wir noch einmal Brandon Opening für knapp 5 Euro. Die Osama kostet das gleiche. Haben wir noch einmal Moje für aktuell so knapp so 10,20 Euro. Boah, kann man so machen. Ist auf jeden Fall ein spielbares Deck. Ist tatsächlich auch gar nicht so teuer. Wahrscheinlich zahlt ihr so 50 bis 80 Euro für das ganze Deck. Wahrscheinlich eher Richtung 60. So um den Dreh auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall nicht so teuer. Haben wir einmal die markierte Fusion für 1,15 Euro. Eine sehr mächtige Karte, die im Structure Deck drin war und deshalb nicht viel kostet. Haben wir einmal die Chaosjägerin, die Ultra Rare aus Magnificent Mavens für 20 Cent. Ist eine sehr schöne Kopie der Karte. Besorgt euch die auf jeden Fall, wenn ihr sie noch nicht habt, weil die wird in manchen Formaten doch schon mal relevant. Dann haben wir einmal Ältestes Wesen. Der Name ist einfach so geil. Entes ist einfach ein witziger Name. Kostet einmal so 1 Euro. Die war auch so bei 30 Cent, als sie rausgekommen ist. Also auch wieder vom Preis ein bisschen gestiegen. Ist ganz cool eigentlich, dass die vom Preis wieder ein bisschen Value gibt, weil das eine gute Karte ist tatsächlich. Dann haben wir noch einmal den Druiswurm. Immer noch bei knapp 6 Euro. Die hat sich wirklich hier relativ gehalten. Da ist nicht viel passiert, aber sind die auch von den 10 Euro schon ganz schön runtergecrashed. Dann haben wir noch einmal Lady Labyrinth von der Silberburg. Ja, die kostet aktuell 20 Euro. Ist eine gute Karte für das Deck.
auf jeden Fall mandatory und die könnt ihr nicht richtig gut spielen. Ist ein Secret aus dem Hauptset, aus Darkwing Blast, ist also auch nicht so viel vorhanden. Gibt aktuell knapp 360 Kopien auf dem Markt, das ist jetzt auch nicht so viel. Dann haben wir noch einmal törichte Begräbnisbeigaben. Ich habe einen bestimmten Grund gehabt, warum die drin war. Ich weiß allerdings nicht mehr, kostet allerdings 20 Cent. Wenn ihr sie braucht, holt sie euch. Und dann haben wir als letztes noch einmal für heute Verlockung der Finsternis für 1,50 € aus Brothers of Legend, die Ultra Rare. Die habe ich reingepackt, weil aktuell in vielen Deathspell-Listen Lure wieder gespielt wird, weil die halt da ganz okay ist. Könnt ihr sie euch holen. Ja, was sagt ihr denn zur Übersicht des Meters, was das kostet? Soll ich sowas öfter machen? Lasst mich einfach wissen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann rein. Ciao. Leute.